Hi, wir aus dem Vorstand des LBSK e.V., wir wollten euch noch mal kurz Hallo sagen, danke und tschüss 2020. Ein verrücktes Jahr 2020 geht zu Ende. Wir vom Beratungsteam wollen uns ebenfalls bei allen bedanken, die dieses Jahr den Weg zu uns gefunden haben. Per Mail, per Videochat, per Telefon und eventuell auch ein Stück weiter zu sich selbst. Keine Drag-Abende, keine Karaoke, kein Barquiz, gut, virtuelle Barquizze, kein Straßenfest wie sonst im Jahr, keine Sommerschwüle, kein... Kurz gesagt, wir hatten es nicht leicht. Mit eurer Hilfe und eurer Großzügigkeit, eure großzügigen Spenden, konnten wir jedoch die Bar wirklich gut über die Runden retten. Und dann haben wir es noch geschafft, den Schlossquergarten auf die Beine zu stellen und an zwei Wochenenden eine wirklich tolle Veranstaltung für euch, für uns, für die Community, für die Sichtbarkeit zu schaffen. Es hat mich wirklich gefreut und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und das Ganze macht natürlich wahnsinnig viel Hoffnung, dass wir bald wieder so wie vor Corona zusammenkommen können und einfach zusammen sein können und wieder Ideen entwickeln können und die sichtbar zu dem machen können, was sie ist, nämlich unser queeres Zentrum in Mainz. Und jetzt kommt eine kleine Überraschung, da weiß noch nicht mal was die Vorstandschaft des LBSK e.V. von. Habe ich alleine gemacht. Diana, du wirst dich erinnern, wir waren in Trier beim Queernet-Treffen und haben auf der Verleihung des Queerkopfs dieses wunderbare Wesen kennengelernt. Tamara, die ein oder anderen von euch werden sich vielleicht erinnern, sie war dann auch beim Queergarten und hat uns da alle ein bisschen verzaubert. Und diese Süßmaus hat ein kleines Lied für uns geschrieben. Und das kommt jetzt. Alles fing so vielversprechend an, Silvesterparty mit Korkenknall, Freude auf das, was uns erwartet, diesem neuen Jahr. Gartenempfang mit rosa Käppchen, Rosenmontag, was für eine Show. Euphorie, doch plötzlich ausgebremst, alles stand still, viel zu still. Wie geht es weiter? Wie schaffen wir das in dieser Ungewissheit? Die unglaublich große Solidarität, ein Netz aus helfenden Händen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Doch meine Hoffnung nicht, dass bald alles wieder besser ist. Es ist viel passiert in diesem Jahr. 2020 setzt ein Denkmal. Zusammen sein, trotz Abstand halten. Niemand ist allein. Schlossquergarten weckte Zuversicht, dass es irgendwie weitergeht. Der Abschluss des Jahres mit Libelle-Sekt, prickeln fürs neue Jahr. Weil man mit Liebe immer gewinnt, egal wie schwer es ist. Bleiben wir auch in 2021. Jeder Sicht. 2021 wird alles besser. Lasst uns das zumindest hoffen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Start ins neue Jahr und hoffentlich auf ganz bald. Prost und ein frohes neues Jahr 2021.